Sie jetzt Ihre Chance. Unsere Startelf bringt Sie zu Ihrem Glück. Lassen Sie sich von einem unserer 11 erfahrenen Berater abholen und starten Sie in ein erfülltes Leben. Zusätzlich zu 15 Gratisminuten schenken wir Ihnen einen 10-Euro-Gutschein für Ihre persönliche Lebensberatung. Worauf warten Sie noch? Jetzt registrieren, Ihren Lieblingsberater finden und von vielen tollen Aktionen profitieren. Weitere Informationen unter 0800 443024 oder www.questico.de/startelf. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich freue mich, heute Abend zu später Stunde nochmal für Sie da sein zu dürfen. Und mein Name ist Sonja Dürburger, ich bin Energiearbeiterin und Channel-Medium. Wenn Sie mich noch nicht kennen, ich habe eine Grotte im Schwarzwald, wo hohe Energien verankert sind und ich arbeite mit der Isa-Energie. Und Isa bedeutet Jesus Christus von Nazareth, Jesus der Prophet, Jesus der Messias, Jesus Sohn der Maria. Es bedeutet aber auch, Gott ist Vollkommenheit. Ja, liebe Zuschauer, und was habe ich Ihnen heute Wundervolles mitgebracht? Natürlich die Lichtbotschaften der Isa. Ich nehme Sie mit in die Grotte und wir bekommen die Botschaft für Sie, was für Sie wichtig ist. Oder aber ich schaue die Lichtbotschaft und zusätzlich ein Gebet oder ein Wegweiser. Was müssen Sie jetzt tun, damit Ihr Leben sich positiv verändert? Was müssen Sie jetzt tun, damit Sie in die Fülle kommen, in das Gleichgewicht? Das habe ich für Sie dabei. Dann habe ich für Sie natürlich dabei Masel, der Glücksstern. Ich aktiviere Ihnen Ihren Glücksstern. Ihr Glücksstern ist ca. 30 cm über dem Kronenchakra. Damit können Sie sich sehr gut selbst mit Ihrem höheren Selbst verbinden. Und die Energie wird fließen und das dritte Auge wird sich öffnen. Was ganz, ganz besonders. Oder Sie sagen, Mensch, ich brauche mal eine Energieübertragung oder ich brauche mal eine Chakrenreinigung. Sehr, sehr gerne. Ja, und vor der Sendung gehe ich ja immer in meine Meditation, das wissen Sie ja. Und ich habe ja auch einen Gebetsabend am 31. Mai und am 1. Juni eine Jesus-Christus-Energieübertragung. Und heute Mittag war das so, dass da die Energie der Fülle so stark war. Gott sagte, die Menschen, die jetzt kommen, die brauchen diese Fülle. Und jetzt habe ich etwas gezogen, eben vor der Sendung, die Liebe. Das bedeutet, am Gebetsabend vom 31. Mai werde ich beten, damit die alten Muster, das alte loshängt. Und dann am 1. Juni übertrage ich die Jesus-Christus-Energie nicht nur für die Fülle, auch für die Liebe. Und das ist doch was Besonderes, liebe Zuschauer. Und liebe Regie, ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen jetzt einfach mal in eine Blitzrunde zu Beginn. Das mache ich ja eigentlich gar nicht, liebe Zuschauer, aber das mache ich jetzt für Sie zu dieser späten Stunde. Und jeder, der jetzt zu mir kommt, wird am 31. Mai und am 1. Juni bei der Jesus-Christus-Energieübertragung dabei sein. Es wird die Energie der Fülle und der Liebe übertragen. Und wir fangen da an am 1. Juni, morgen um 10 bis 16 Uhr, das ist ein Samstag. Und wenn's, oh, und da ist schon mein erster Anrufer. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo, machen Sie bitte den Ton am Fernseher leise. Sie sprechen schon mit mir. Hallo, hier ist die Sonja. Liebe Mariam. Ah, hallo. Du weißt, wer ich bin. Ja, ich weiß, wer du bist. Sei gesegnet. Wie geht es dir? Ja,
Du weißt das besser, wie es mir geht. Gib mir mal dein Geburtsdatum. Ich umarme dich in Gedanken ganz, ganz lieb. Ich umarme dich auch und ich segne dich. Und ich danke dir auch für deine Karten, die du mir geschrieben hast. Und ich will dich auch darauf aufmerksam machen, das Buch, was ich dir geschickt habe, das war keine alte Bibel. Ich weiß. Das war von den Ägyptern, die... Ich weiß, die alte Mystikin. Ich habe es gelesen. Ich weiß das. Miriam, kannst du für mich beten? Ja, natürlich mache ich das. Gib mir bitte dein Geburtsdatum. 6.2.54. Ich werde für dich beten. Und jetzt lass mich mal in dein Energiefeld gucken. Du musst gar keine Angst haben. Du wirst wieder die Erde bekommen, die du brauchst. Und ich soll dir sagen, Maria ist an deiner Seite. Dankeschön. Oh, sei gesegnet, meine Liebe. Ich freue mich so, dass ich mit dir sprechen durfte. Was für ein Geschenk heute Abend und das gleich zu Beginn dieser Stunde. Ich danke dir und ich danke dir aus der Tiefe meiner Seele. Danke, ich denke so viel an dich. Ich habe auch im Januar an dich gedacht, an deinem Geburtstag. Oh, du Engel, du. Und ich danke dir von Herzen. Oh, ist das lieb von dir. Mein Gott, was für ein Geschenk, mit dir zu sprechen. Das berührt mich sehr tief. Ich danke dir. Auch sei gesegnet, du Liebe, ja? Alles danke. Liebe für dich. Ich danke dir von Herzen. Tschüss, du Liebe. Tschüss. Tschüss, herzlich. Tschüss, tschüss. Ja, liebe Zuschauer, ach, das musste jetzt sein. Eine ganz, ganz Liebe. Und ich freue mich so, dass ich jetzt mit dir sprechen durfte. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo, hier ist die Beata. Hallo, Beata. Gibst du mir bitte dein Geburtsdatum? Beate. Ah, Beate. Okay, dann machen wir dein E draus. Ja? 1962. Okay, habe ich aufgeschrieben. Beate, für die Fülle und für die Liebe werde ich beten. Wirst du brauchen können? Sehr. Super, alles Liebe für dich, ja? Oh, tausend Dank. Ich danke dir. Tschüss, du Liebe. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, zünden Sie sich eine Kerze an, ne? Am 31. Mai abends von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und am 1. Juni von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr. Die braucht nicht die ganze Zeit zu brennen, nur mal kurz an mich denken, an die Grotte denken, an die Isar denken und dann werden die Energien fließen. Und die lasse ich jetzt einfach mal fließen und ich bin jetzt hier in den göttlichen Energien, aber in der Blitzrunde. Einer nach dem anderen darf zu mir kommen. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja, Rosi hier. Hallo Rosi, grüße dich. Ich bräuchte etwas Energie. Bei mir ist einiges im Durcheinander. Ja, ich gucke mir dich einfach an, oder? Dann gucken wir mal, was die geistige Welt sagt. Komm zu mir. Ja, Rosi, du bist im Moment gar nicht in deiner Mitte. Die geistige Welt sagt mir, du bist total zweigeteilt. So, und jetzt hat das hat auch mit männlichen Energien zu tun. Ja. Schließ deine Augen. Ich bete was für dich und du wirst dich gleich in deiner Mitte fühlen. Ich bin göttlich, ich bin göttliches Licht, ich bin göttliche Liebe und ich bin im göttlichen Frieden. Spür die Energie des Friedens. Lass dich ein. Maria sagt, komm in mein Haus, setz dich hin und ruh dich aus. Alles wird gut. Die Energie von Maria, Mutter Gottes, fließt jetzt in dich. Lass einfach geschehen. Wow, Rosi. Wow, das war... Ja. Spürst du, ne? Ja. Ja, ich werde für dich beten. Gib mir dein Geburtsdatum. 31.01.48. Ein Tag nach mir. Nur das Jahr stimmt nicht bei mir. Alles Liebe, Rosi. Ciao, ciao. Danke. Ja, liebe Zuschauer, danke dir. Liebe Zuschauer, eigentlich habe ich ja die Blitzrunde, aber wenn Sie natürlich, ich weiß gar nicht, gerade ein bisschen durcheinander, also bei der Blitzrunde machen wir eigentlich einer nach dem anderen, ja. Aber wenn Sie natürlich jetzt zu mir kommen und so lange drauf warten, damit Sie irgendeine andere Energie wollen, irgendwas anderes, dann mache ich das jetzt einfach. Wir sind so zur späten Stunde. Ich möchte einfach ganz, ganz viele Menschen jetzt noch in dieser Stunde ganz, ganz viele göttliche Energien schenken. Und jetzt Blitzrunde. Blitzrunde, Gebetsabend, 31. Mai, 1. Juni für die Fülle und für die Liebe. Mit der Jesus Christus Energieübertragung. Kommen Sie zu mir, einer nach dem anderen. Ich freue mich auf Sie. Und wir sind in der Blitzrunde.
Jawohl, in der Blitzrunde, liebe Zuschauer. Hallo, hier ist die Sonja. Ja, hallo, hier ist die Erika. Hallo, ich freue mich sehr, liebe Erika. Gibst mir bitte dein Geburtsdatum? 27.09.42. Ich danke dir, liebe Erika. Sei gesegnet. Tschüss, Erika. Ciao. 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 Liebe Zuschauer, machen Sie den Fernseher ein bisschen leise, den Ton, weil Sie hören mich etwas früher wie der Fernseher, ja? So, eine nach dem anderen die Blitzrunde. Ich mache Ihnen noch eine Botschaft zu der Blitzrunde. Ganz schnell machen wir das jetzt. Eine nach dem anderen kommt jetzt zu mir durch für den Gebetsabend. Hallo, hier ist die Sonja. Ja, hier ist Kerstin. Hallo, Sonja. Kerstin, gib mir bitte dein Geburtsdatum. Und ich kann dir gleich... Ja? 1.11.1960. Und ich sag dir jetzt gleich, liebe Kerstin, die Liebe fällt raus. Da kommt was ganz Besonderes auf dich zu. Und dann gibt es da auch noch die Energieübertragung bei der Liebe, ja? Super. Ja, was Neues? Ja, was sieht, Neues? Sieht so aus. Sieht so aus. Ja. Ich hab heute das Netz bestellt. Ach, das ist doch super. Da freue ich mich aber, hör mal, meine Liebe. Da freue ich mich aber. Hör zu, Engel, alles Liebe für dich. Wenn du neue Liebe hast, ruf mich an, ja? Alles Liebe. Ja, ciao, ciao. Ja, tschüss, auch. Tschüss, ja, tschüss, tschüss. Liebe Zuschauer, wir sind in der Blitzrunde, nochmal. Und wir haben die Energieübertragung am 31. Mai, den Gebetsabend, am 1. Juni, die Jesus-Christus-Energieübertragung. Und wir sind jetzt in der Blitzrunde. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja, ich bin die Doris. Ich freue mich sehr. Hallo liebe Doris. Ich stehe auch auf der Liste, dass ich dich anders nochmal anrufe. Ach schön, Doris. Hatte ich heute leider noch keine Energie dafür, das mache ich morgen. Ja, ja. Liebe Doris, gib mir dein Geburtsdatum bitte. 19.09.39. Was für ein gesegnetes Alter. Liebe Doris, sei gesegnet, ich freue mich auf dich, ja? Alles Liebe. Alles Liebe, danke. Doris. Bis dann. Ciao, Doris. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, was für eine hohe Energie heute Abend schon wieder. Und ich verbinde mich jetzt. Ich verbinde mich mit dem Lichtschiff von Gott Vater. Und ich sende das weiße Licht des Friedens und das blaue Licht der Heilung zu Ihnen nach Hause. Spüren Sie in die hohen Energien der Isa. Hallo, hier ist die Sonja. Guten Abend, liebe Sonja Ingeborg. Ich freue mich sehr. Hallo, liebe Ingeborg. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich auch. Sonja. Liebe Ingeborg, gibst du mir bitte dein Geburtsdatum? 26.06. Ja. 1945. Super, Ingeborg. Auch du bist dabei am 31. Mai und am 1. Juni mit der Übertragung der Jesus-Christus-Energie. Ich lasse gerade die Energien fließen, einmal müsstest du schon spüren, die Wellen oder das Kribbeln kommt jetzt, ja? Das spüre ich jedes Mal. Das spürst du. Super. Ich danke dir. Tschüss, du Liebe. Ciao, ciao. Ciao, du Liebe. Ciao, Ingeborg. Also noch einmal, liebe Zuschauer, ich lasse die Energien einfach fließen, die göttlich. Ich verbinde mich mit meiner Grotte, mit dem Lichtschiff. Hallo, hier ist der, oh ja, liebe Zuschauer, wenn Sie natürlich auflegen, dann sind die Leitungen wieder frei. So, jetzt geht's weiter. So, ich verbinde mich nochmal mit der Grotte, mit dem Lichtschiff und lasse die Energie des Göttlichen zu Ihnen fließen. Hallo, hier ist die Sonja, guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Und zwar, es geht um meinen Neffen Fabian. Und ich werde für ihn beten. Ich werde für ihn beten. Gibst du mir sein Geburtsdatum bitte? 13.05.1974. Mhm. Ich bete für ihn. Ich sehe schon, ja. Mach, ich werde für ihn beten. Und du rufst bitte den heiligen Josef, ja? Der ist für solche Sachen, für seelische Dinge bei Kinderseelen, das kommt daher sehr gut. Ruf ihn, er wird helfen, ja? Trag ihm dein Anliegen vor, okay? Der heilige, als, heilige Josef. Josef, der Josef, genau, ja? Das ich war, danke dir. Ich danke dir, sei gesegnet, ja? Tschüss, ja, du Liebe, tschüss. Ja, der heilige Josef, liebe Zuschauer, der ist ganz wichtig für Kinderseelen, wenn Kinder auf Abwägen kommen. Dann ist der da ganz wichtig. Ja, und bitte, bitte beachten Sie das Laufband unten, ja? Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir denn für eine Energie, diese Jesus-Christus-Energie übertragen. Das ist heute Abend
alles so, ja, das Friedensgebet für den Weltfrieden. Spreche das Gebet für den Weltfrieden, dadurch wird Karma von früheren Leben in deiner Seele gelöst. Was du aussendest, kommt zurück. Es kann für alle Situationen benutzt werden. Es geht um den Frieden. Mal gucken. Liebe Zuschauer, Gebetsabend, 31. Mai, 1. Juni. Jesus Christus Energieübertragung. Wir sind in der Blitzrunde. Gebetsabend am 31. Mai von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und am 1. Juni die Jesus Christus Energieübertragung. Hallo, hier ist die Sonja. Ja, hallo, ich bin das Original. Ja, hallo Ursula, ich grüße dich ganz herzlich, du also, Liebe. Also Ursula sagt zu mir niemand. Nur ich. Du darfst zu mir ausnahmsweise Ursi sagen. Okay, dann sage ich Ursula, das mache ich doch gerne. Hör mal, gibst du mir bitte dein Geburtsdatum? Nein, jetzt kommt der Horste dran. Ah ja, ja, den habe ich ja schon eingetragen. Gib mir mal sein... Der Geburtsdatum ist das 16.08.57. Jawohl, er steht direkt unter dir. Der braucht dringend die Fülle wie nur gleich was. Ich werde für ihn beten, ja? Bitte. Okay, das mache ich, Mensch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, meine Liebe. Ja, danke schön. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, liebe Zuschauer. Jetzt kommen erstmal ganz wichtige Informationen für Sie. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ja, liebe Zuschauer, und wir sind immer noch in der Blitzrunde. Für den Gebetsabend am 31. Mai und am 1. Juni die Jesus-Christus-Energie. Und da wird die Energie übertragen, der Fülle und der Liebe. Und wenn Sie dabei sein möchten, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit in der Blitzrunde. 31. Mai, 1. Juni. Liebe Zuschauer, ich freue mich natürlich für jeden, den ich in der Blitzrunde mitnehmen darf. Ich habe Ihnen natürlich auch noch was anderes dabei, liebe Zuschauer. Die Lichtbotschaften der... Ach, da ist mein nächster Anrufer. Hallo, hier ist die Sonja. Ja, hallo, liebe Sonja. Hier spricht die Andrea. Ich möchte auch gern dabei. Ja, natürlich, Andrea. Trag dich gerne ein. Gibst du mir bitte dein Geburtsdatum? 19.07. Ja. 61. Sehr, sehr gerne mache ich das, Andrea. Sei ich gesegnet, ja. Du auch. Alles Liebe für dich. Alles Liebe und Gute dir. Ich danke dir. Tschüss, du Liebe. Ja, tschüss. Ich dir auch. Ja, tschüss. Was für eine Energie, schöne Energie hatte sie jetzt, diese Andrea. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja, hier ist Marlies. Hallo Marlies, ich freue mich sehr. Gibst du mir dein Geburtsdatum, ja, bitte? Ja, 29.01.44. Super, ein Tag vor mir. Ja, genau. nur das Jahr stimmt nicht ganz, aber bei mir. Aber ja, sonst ist alles richtig. Ich freue mich, Marlies. Genau. Alles Liebe für dich. Jo, danke. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Liebe Zuschauer,
Es ist immer so schön, ich freue mich immer, wenn ich so bekannte Stimmen höre. Und ich weiß, viele waren auch bei den Gebetsabenden, die spüren natürlich auch die Energie, wenn ich das mache. Und ich mache das ja immer freitagabends, zweimal im Monat. Und dann eben jetzt am 1. Juni bei dem Event der Jesus-Christus-Energie dann diese große Energieübertragung aus der Grotte des Friedens. Und wir sind in der Blitzrunde, liebe Zuschauer. Da steht zwar rechts göttliche Energien, aber wir sind jetzt natürlich mit den göttlichen Energien in der Blitzrunde. Das heißt, einer nach dem anderen kann zu mir kommen und dabei sein. Und ich werde für jeden ein Licht anzünden. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja, Anneliese. Ich freue mich, hallo Liebe. Ich freue mich so, Sonja, dass ich es geschafft habe. Und ich freue mich, liebe Anneliese, dich zu hören. Gibst du mir bitte dein Geburtsdatum? Schön, dass du wieder da bist. Oh, danke schön, du Liebe. Der 7.8.55. Sehr, sehr, sehr gerne, Anneliese. Ich freue mich, dass du dabei bist am Gebetsabend und bei der Energieübertragung. Sei gesegnet, du Liebe. Ich danke dir, Sonja. Ich danke dir. Tschüss, liebe Anneliese. Tschüss. Was für eine Energie heute Abend, liebe Zuschauer. Hallo, hier ist die Sonja. Ja, hallo Sonja, hier ist die Ingeborg. Ach, was habe ich mir erschrocken, ich bin schon durch. Einmal gebetet, das ist noch nicht Ingeborg, passiert. Das ist ja der Hammer, hör mal. Ja, ich dann will auch soll gern das dabei. Jetzt sein. Gib mir bitte dein Geburtsdatum. 13.08.1934. Oh, ich freue mich, Ingeborg, dass du dabei bist. Ich freue mich erst. Alles Liebe für dich, meine Liebe. Ja, das wünsche ich dir auch. Ich danke dir. Aus. Oh, danke schön. Danke, Ingeborg. Ja. Vielen Dank. So. Liebe Zuschauer, bitte achten Sie auf das Laufband. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja, hier ist Kerstin. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Oh, und ich freue mich, dass du bei mir bist, liebe Kerstin. Ja, aber ich möchte gerne, nicht schreiben, ich möchte das gerne an meine Tochter schenken. Ja, gerne, gib mir ihr Vornamen. Ja, Alina, wie man spricht. Mhm, habe ich. Und dann bitte das Geburtsdatum. Ja, 28.06.1994. Sucht sich. Wir. Also ich freue mich so für Sie, dass aber sie dabei ist. Das glaub ist mir, sie wird wirklich sich finden. Sie wird sich finden, ja. Alles Liebe für euch. Danke dir. Tschüss, Dank. Du Liebe. Ciao, ciao. Ja, ciao. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo, hier. Hallo Sonja, die Annemarie. Ja, hallo Annemarie. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, und ich freue mich, dass du da bist, hör mal. Schön, gib mir mal bitte dein Geburtsdatum. 11.01.48. Ja, das ist ja vielleicht eine Schnapszahl. Super. Ja, ich freue mich riesig, Annemarie, dass du auch dabei bist, ja? Alles Liebe für dich. Dankeschön. Danke tschüss. Dir. Ciao, ciao. Ja. So, liebe Zuschauer, und jetzt würde ich einfach sagen, jetzt gehen wir mal in die ganz hohen göttlichen Energien der Isa. Und ich sage Ihnen einfach mal, was ich Ihnen mitgebracht habe. Ich habe Ihnen dabei die Lichtbotschaft der Isa, die Botschaft Gottes mit dem Gebet und dem Wegweiser. Dann habe ich Ihnen dabei Massel, der Glücksstern. Das ist was ganz Besonderes, das Neue. Damit werde ich es verbinden. Ich werde ihn aktivieren. Ja? Und das heißt, Sie können sich dann immer mit dem Glücksstern verbinden. Und damit werden Sie Ihr höheres Selbst erreichen. Und natürlich dadurch wird auch Ihr drittes Auge und Ihre Wahrnehmung geöffnet. Ja, und ich könnte natürlich auch mal hingehen und einfach mal schauen, was mein nächster Anrufer, ja, was ihm einfach, was für ihn wichtig ist, was für eine Botschaft wartet. Ich gucke einfach mal. Und ich weiß, oh, ich habe es gerade eben weggemacht, das ist wieder gucken. Es ist das Lichtschiff von Gott Vater. Der Nächste, der zu mir kommt, dem werde ich einen Platz im Lichtschiff verhelfen. Er wird in Zukunft Seelenreisen nachts machen. Und
Die geistige Welt wird ihm über seine Träume die Botschaften geben. Und liebe Regie, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht sollten wir da unten reinschreiben, ich verschaffe dir einen Platz im Lichtschiff. Was ganz, ganz Besonderes. Ganz besondere Seelen haben einen Platz im Lichtschiff, ja? Und dieser Platz im Lichtschiff, der wird dir einfach den Weg weisen. Alles Wichtige in deinem Leben wirst du erfahren. Der oder diejenige, die jetzt zu mir kommt, erhält einen Platz im Lichtschiff. Und wir haben hohe Energien, ganz hohe Energien. Und da bin ich natürlich gespannt, was er mir für einen Wegweiser oder ein Gebet... Jesus Maria, da brauchst du gar nicht mehr... Das muss ich gucken. Wow! Und durch diesen Platz im Lichtschiff wird deine DNA gereinigt. Das bedeutet... Das Gebet, was du dazu bekommst, ist ganz wichtig für deinen Weg und für deine Seelenheilung, für dein höheres Selbst, ja? Du wirst geheilt werden mit der Seele. Deine altkarmischen Verstrickungen, alles wird sich auflösen durch diesen Platz im Lichtschiff. Und da kannst du das Gebet sprechen. Und viele werden es jetzt mitsprechen. Ich weiß es, weil sie es kennen. Ich bin göttlich. Ich bin göttliches Licht. Ich bin göttliche Liebe. Meine DNA ist göttlich rein. Und ich lasse es nicht zu, dass Dritte meine DNA verschmutzen. Amen. In Frieden. Und das bedeutet jetzt dieser Lichtstiftplatz. Das heißt, sie haben viele Angriffe von außen, viel Missgunst, auch Neid. Und deshalb kriegen sie jetzt diesen Platz in dem Lichtschiff. Und das bedeutet für sie, sie werden in ihre absolute Seelenheilung kommen. Und Jesus und Mose sagen dazu, bereue, was du dir selbst antust. Du musst es dir nicht antun. Und fühle die Energie dieser Botschaft. Und das ist die Botschaft dahin. Es kommt eine ganz hohe göttliche, kühle Energie jetzt. Ich weiß, dass Sie das spüren zu Hause. Ich weiß, dass Sie diese Energie spüren. Und es ist die Lichtbotschaft der Isa. Es ist die Botschaft, dass du einen Platz erhältst im Lichtschiff. Und da wird deine Seelenheilung stattfinden. Das ist ein Geschenk. Da musst du gar nichts tun, weil... Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist ja auch jemand, der Neider hat und Missgunst hat. Und ich glaube, liebe Regie, damit sollten wir jetzt anonym gehen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass der oder diejenige, den es betrifft, das vielleicht gar nicht so öffentlich sagen lässt, sondern lieber in die anonyme Beratung gehen möchte. Das passt natürlich, ja. Es muss ja nicht jeder wissen, was für ein besonderer Seele du bist, was du für ein besonderer Mensch bist. Und was Gott dir als Geschenk gibt, er gibt dir einen Platz im Lichtschiff. Ich bin gespannt, welcher Platz es ist. Ich werde es sehen, wenn du zu mir kommst. Ich werde dir sagen, wo du sitzt. Und du wirst es auch spüren. Und er wird dir diesen Platz geben und es wird der Platz der Seelenheilung sein. Du wirst, die Angriffe werden abgefedert und du musst es dir nicht mehr antun. Wow, was für ein Geschenk. Und ich verbinde mich. Verbinde mich mit dem Lichtschiff von Gott Vater. Und ich sende dir jetzt die Energie nach Hause. Und Gott Vater sagt, ihr fangt an zu wackeln. Ihr spürt, wie die Wellen aus der Erde kommen. Wie sie zu euch nach Hause ins Wohnzimmer fließen. Und das ist das Lichtschiff. Das Lichtschiff Gottes schenkt euch diese Energie. Spürt, wie die Energie zu euch fließt. Was für eine Kraft. Was für eine Energie. Wow, dein Platz im Lichtschiff ist dir sicher. Ich bin gespannt. Da ist das Lichtschiff. Ich bin gespannt, wer diesen Platz bekommt. Und wir sind jetzt in der anonymen Runde. Das bedeutet, niemand weiß das, aber ich weiß, wer zu mir kommt. Und ich weiß, dass wenn du diesen Platz kriegst, dass du wirklich geschützt bist, dass man dir deine Seelenverletzungen nimmt und dass du auch Jesus und Moses als deine Geistführer hast, die zu dir sprechen, bereue, was du dir selbst antust,
du musst es dir nicht antun. Und deine DNA ist göttlich rein. Und ich bin gespannt. Und jetzt möchte ich erstmal. Ich bin wirklich jetzt gespannt. Und ich habe eine ganz, ganz hohe Energie, liebe Zuschauer. Es ist die göttliche Energie. Und ich weiß nicht, wer diesen Platz bekommt. Aber ich weiß, wer ihn bekommt, der wird es spüren. Der wird einfach morgens aufwachen und er wird einfach wissen, was er tun muss. Es ist wie so eine innere Gewissheit. Das ist wie, wenn ich den Botschaften Gottes folge. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das tue, aber ich tue es, weil ich weiß, es ist das Richtige. Ich höre da total auf meinen Bauch, weil ich weiß, das ist die Führung. Und so wird es Ihnen gehen. Das ist ein Riesengeschenk, einen Platz im Lichtschiff zu haben. Ich muss mal gucken, welche Reihe das sein wird. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wer da zu mir kommt und diesen Platz im Lichtschiff kriegt. Wie lange habe ich das nicht mehr gehabt, einen Platz im Lichtschiff? Das ist ja ewig her, das ist ja bestimmt über ein Jahr her, dass irgendjemand einen Platz im Lichtschiff bekommen hat. Das ist ja, ich kann doch gar nicht mehr denken, wenn das war. Das ist ja gerade, wie wenn es mich zurückgebedurrt und sagt, ja, mache ich am, es sind die Plätze wieder frei im Lichtschiff. Also, oder es ist ein neues, ich weiß es nicht, aber es sind Plätze frei. Und da ist jemand dafür ausgekoren, diesen Platz jetzt zu bekommen. Ein Platz im Lichtschiff. Und jetzt ein paar wichtige Infos für Sie. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Der Platz im Lichtschiff. Können Sie sich erinnern, liebe Zuschauer, vor 3 Jahren, als das anfing, als ich hierher kam, 15 war das, wo plötzlich während einer Sendung Gott mir dieses Gebet gab. Ich bin göttlich, ich bin göttliches Licht, ich bin göttliche Liebe. Meine DNA ist göttlich rein. Und ich lasse es nicht zu, dass Dritte meine DNA verschmutzen. Beten Sie das. Ganz wichtig, das wird Ihnen Kraft geben, das wird Sie weiterbringen auf Ihrem Weg. Und der oder diejenige, das kann sogar sein, dass Sie dieses Gebet schon gebetet haben. Und jetzt ist die Zeit für diesen Platz im Lichtschiff. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal einen Platz im Lichtschiff bekommen habe. Er sagt wahrscheinlich zu mir, jetzt verbinde ich halt mal nochmal mit mir, mit meinem Lichtschiff. Und das werde ich natürlich jetzt tun. Und ich werde jetzt direkt die göttliche Energie aus dem Lichtschiff zu Ihnen fließen lassen. Ein Platz im Lichtschiff. Mein Gott, was für ein Geschenk. Und die Wellen, sie kommen aus der Erde heraus, sie fließen in ihre Zellen, in ihre Chakren. Sie bekommen die Reinigung, ihre Meridianen, alles wird gereinigt. Ja, das ist eine ganz große Chakrenreinigung, eine ganz große spirituelle Reinigung. Das ist ein Geschenk von der geistigen Welt an Sie. Ich bin wirklich gespannt, wer diesen wundervollen Platz im Lichtschiff kriegt. Ein Platz im Lichtschiff. Es erinnert mich so, als ich diese Lichtbotschaften noch als große Tafeln hatten, können Sie sich erinnern, da vorne. Und da haben wir oft mal das Lichtschiff gezogen. Ich hatte es schon lange nicht mehr. Aber es muss eine ganz besondere Energie heute da sein. Die ist auch da, das weiß ich. Dass Gott sagt, Mariam, es kriegt jetzt jemanden Platz im Lichtschiff. Dazu gehört schon eine ganz besondere Energie. Und mein Herz freut sich so. Ich kann es gar nicht erklären, weil ich weiß natürlich, was das bedeutet. Und ich bin so dankbar und es freut mich. Und ach Gott, ich frage mich, wer kriegt diesen Platz? Wer kriegt diesen besonderen Platz im Lichtschiff? Dieses Lichtschiff ist erschienen. Ich erinnere mich, es war Weihnachten 2015, Heiligabend. Ich habe für Sie gebetet und Kerzen angezündet. Es waren über 200 Kerzen, die ich da am Fenster Israel angezündet habe. Und da hat sich dieser Kapitän gezeigt
Gott sagte, das ist das Lichtschiff. Das waren über 200 Seelen. Und jetzt füllt er wieder eins. Unglaublich. Also da bin ich gespannt, was der oder diejenige mir erzählt und wer sie sind, wo zu mir kommt. Wer bekommt diesen Platz? Ja, und dieses Gebet, was ich da gesprochen habe, das ist ganz wichtig, dass du es sprichst auf deinem Weg des Bewusstseins und deiner Seelenheilung. Das heißt, durch diese Lichtschifffahrten wirst du ein neues Bewusstsein erlangen. Das neue Bewusstsein heißt, du wirst deinen Weg bewusst gehen. Du weißt genau, was du dir antun wirst und was nicht. Du wirst bewusst auf deinen neuen Weg geführt. Und dieser Weg wird geebnet sein. Dieser Weg wird einfach geebnet sein. Natürlich kommt immer wieder irgendwas, aber es wird für dich gar kein Problem sein, weil immer wieder der geebnete Weg da ist. Ein Platz im Lichtschiff. Wow. Ich habe eine Energie, ich kann fast nicht atmen, liebe Zuschauer. Also das ist ja jetzt eine ganz hohe Energie. Und ich verbinde mich. Ich verbinde mich mit dem Lichtschiff. Ich sehe Jesus im Lichtschiff. Moses, göttlicher Geist. Oh. Jesus und Moses, wie nebeneinander stehend, ganz in Weiß. Wow. Eine ganz, ganz hohe Energie. Lichtschiff, mein Gott. Ein Platz im Lichtschiff. Ich sehe die Reihennummer, in der sie sitzen, und ich sehe ihren Platz. Wow. Die Reihennummer ist eine Zahl, wo auch Gott Mutter oft spricht, für Seelenheilung. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo, Sonja. Das glaube ich jetzt aber nicht. Hallo, Petra. Das, oh mein Gott. Ein Platz im Lichtschiff. Ja, wer hätte es verdient außer dir? Also es geht um deine Seelenheilung. Es geht um, weißt du, ne? Wie geht's dir denn im Moment? Gut. Und zwar geht es darum, dass es heißt, die DNA, meine DNA ist göttlich rein. Ich lasse es nicht zu. Das dritte, meine DNA verschmutzen. Und du hast den Platz Nummer 13. Ich habe mich die Reihe Nummer 13, den Platz Nummer 4. Und ich dachte noch, das ist sehr Maria. Wer ist denn? Wer könnte das sein? Das passt natürlich total zu dir. Ja, und ich lasse jetzt mal die Energie in dich fließen. Aus dem Lichtschiff. Hast du die Wellen, spürst du schon, ne? Was nimmst du jetzt wahr? Wahnsinnig. Ich auch bin total durchflutet. Es ist ja unglaublich. Meine Liebe, da ich ja weiß, dass du jetzt in Urlaub gehst, ja? Oder schon bist, wünsche ich dir natürlich einen schönen Urlaub. Erhol dich gut und vielleicht sehen wir uns ja noch. Ja? Alles, alles erdenklich, Liebe, für dich. Ich drück dich, ja? Sei gesegnet. Tschüss, Petra. Ciao. Ach, der Petra, die hat das verdient, diesen Platz im Lichtschiff. Liebe Zuschauer, und Sie natürlich auch. Also, wir machen weiter. Wir gucken mal, was er denn noch alles für Botschaften hat. Marcel, der Glücksstern, ist ja auch eine besondere Botschaft. Es geht heute Abend wirklich um Seelenheilung, um Transformation. Und da geht es wieder um was ganz Besonderes. Und bin mal gespannt, was er mir da so, ja, um die göttliche Unendlichkeit. Es ist die Energie der neuen Zeit, das Alte wird gehen und es wird die lemurianische Energie der neuen Zeit kommen. Und der und diejenige, wo jetzt zu mir kommt, die nehme ich mit in das Land Lemurien. Und es wird eine ganz hohe Lichtkanalweg wird geöffnet. Ein Lichtkanalweg, sagt er,
im Land Lemuriens, wo sie verbunden werden. Die Energie fließt schon. Es ist der Lichtkanal der kosmischen Liebe. Aus zwei wird eins. Wow, das ist ja was ganz Besonderes. Der Lichtkanal der kosmischen Liebe wird geöffnet. Und er sagt, aus zwei Seelen werden eine. Da bin ich jetzt mal gespannt. Habe ich ja noch nie gehabt. Der Lichtkanal der kosmischen Liebe, auf was immer alles kommt. Also aus zwei wird eins. Das hat jetzt eine ganz, ganz große Bedeutung. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wer denn sagt, ja, ich habe auch vielleicht eine Seelenliebe oder eine Seelenverbindung, wo ich gern die Liebe leben würde oder sowas könnte das sein. Also es ist ein Lichtkanal der kosmischen Liebe. Also aus zwei wird eins, sagt er, wie wenn er zwei Seelen zusammenführt. Es könnte die Zusammenführung sein in der Liebe von zwei Seelen. So würde ich das jetzt mal deuten. Ja. Die Zusammenführung der Liebe von zwei Seelen. Es sind zwei Seelen, die füreinander bestimmt sind und die über die kosmische Lichtlinie zusammengeführt werden. Wow, lieber Rishi, ich glaube, das müssen wir unter reinschreiben. Also zwei Seelen, die über die Lichtlinie zusammengeführt werden. Das ist was ganz, oh, das ist ja perfekt, da steht es ja schon. Das sind zwei Seelen, die über diesen Lichtkanal in der kosmischen Liebe, also aus zwei wird eins, zusammengeführt werden. Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Ach, das macht die Regie schon. Ja, super. Da steht es doch perfekt. Der Lichtkanal der kosmischen Liebe aus zwei Seelen wird eins. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wer sagt, ich habe schon so lange einen Seelenpartner oder ich habe einen Seelenfreund. Ich habe eine Dualseele, obwohl Dualseelen, das ist ja immer so eine Geschichte bei den Dualseelen. Die sind ja nicht unbedingt füreinander bestimmt, aber manchmal schon. Und bitte, liebe Zuschauer, achten Sie auf das Laufband unten. Also der Lichtkanal der kosmischen Liebe aus zwei Seelen wird eins. Wow, ich kriege eine ganz hohe Energie. Zwillingsseele, das könnte eine Zwillingsflamme sein. Ich kriege das gerade so rein, das ist eine Zwillingsflamme. Eine Zwillingsseele, sagt er. Aus zwei Seelen wird eins. Eine Zwillingsseele. Wow. Da hat jemand eine Zwillingsseele irgendwo. Vielleicht kennt er sie schon. Vielleicht weiß er das sogar. Aber die Zwillingsseele ist noch nicht bereit oder noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber da sage ich einfach, jetzt ist der Zeitpunkt da. Der Lichtkanal der kosmischen Liebe wird aus zwei Seelen eine machen. Wow, was für ein Geschenk. Und ich lasse mal diese Energie fließen. Und das will die göttliche Unendlichkeit, die liegt da. Das ist die göttliche Unendlichkeit. Das ist vorgesehen. Schon lange, lange, lange ist das vorgesehen. Und das kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer weiß, er hat eine Zwillingsflamme oder einen Seelenpartner, wer das einfach weiß und sagt, ja, das würde ich gern haben, dass aus uns zweier Seelen eine wird. Eine gemeinsame Seele. Da bin ich wirklich gespannt. Hallo, hier ist die Sonja. Hallo, hier. Hallo, ich freue mich. Bärbel, hast du auch eine Zwillingsseele oder einen Seelenpartner, auf den du wartest? Hast du, wunderbar. Und ich verbinde dich jetzt, komm zu mir in die Grotte, wir gehen hinunter in das Land Lemuriens. Ja, und wir sind anonym, du kannst mir seinen Namen sagen. Dein Lichtkanal der kosmischen Liebe wird geöffnet und ich führe eure beiden Seelen zusammen. Also er wird noch eine Runde gehen. Es braucht noch einen Moment. Das bedeutet,
Er nimmt erst noch etwas weg, aber das Aufeinanderzugehen wird stattfinden, noch in diesem Jahr. Ja? Ja, alles Liebe für dich. Ich danke dir. Tschüss, du Liebe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Liebe Zuschauer, jetzt sind wir noch in der göttlichen Energie und jetzt gucken wir mal die Stunden. Mal gucken, was für ein... Ich muss mich jetzt mal verbinden. Ich muss jetzt mal gucken, was haben wir denn hier für eine Energie? Was ist denn überhaupt los hier? Wow, es ist eine Energie der Fülle. Eine Energie der Fülle, wie ich sie noch nie gespürt habe. Er sagt, es ist so, egal wer jetzt zu dir kommt, er wird die Fülle bekommen, die er braucht. Also das heißt, ich nehme sie mit in die Grotte. Sie werden an ein bestimmtes Fenster geführt und es wird eine bestimmte Bedeutung haben. Und sie werden die Fülle erhalten in ihrem Leben, die sie brauchen. Es gibt ja viele Arten von Fülle. Die Fülle in den Finanzen, es gibt die Fülle in der Liebe, es gibt die Fülle in der Spiritualität, es gibt die Fülle in der die Erfülltheit, sich erfüllt fühlen. Ja? Also es ist eine göttliche Energie der Fülle jetzt da. Und ich lasse einfach mal fließen. Und wenn sie zu mir kommt und sagt, ich möchte die Aktivierung deines Glückssterns, wird er mit Fülle aktiviert werden. Sie sagen mir einfach, was sie haben möchten und es wird immer die Energie der Fülle dabei sein. Einlass in die Grotte und die Energie der Fülle fließt in ihr Thema, dass sie Erfüllung bekommen, dass sie die Fülle erreichen. Das ist was Besonderes jetzt, eine ganz hohe Energie. Ich lasse mal fließen. Ich möchte jetzt aber gar nicht kurz sprechen. Ich möchte einfach fließen lassen, liebe Zuschauer, dass Sie es einfach spüren. Die Energie der Fülle. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Liebe Zuschauer, die geistige Welt sagt mir, dass Sie das Kribbeln an Ihrem Kinn spüren. Dass sie das Kribbeln in den Händen spüren, dass sie die Wellen aus der Erde heraus spüren, in ihren Körper gehen, rauf und runter. Huh, da erwartet etwas Wundervolles. Kommen Sie zu mir in die Grotte des Friedens und erhalten Sie die Fülle. An das Portal, wo Sie hin möchten, an das Fenster, werde ich Sie begleiten. Ich werde genau sehen, was geschieht. Und es wird ein ganz wichtiger Weghinweis sein, ein Weghinweiser für ihr Leben, für ihr weiteres Leben. Es ist die Energie der Fülle. Es ist auch ein Dankeschön der geistigen Ebene an Sie. Dass Sie glauben, dass Sie immer wieder sich zurückführen auf den Weg des Glaubens, dass Sie beten, dass Sie vertrauen. Ja? Dafür gibt die geistige Ebene jetzt diese Energie der Fülle. Was für eine Welle. Ich spüre die im ganzen Körper. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wer diese Energie der Fülle erhält. Was da alles dahinter steht. Ich traue mich schon gar nicht, die Botschaft zu fragen. Ich guck mal. Vielleicht kriege ich einen Hinweis auf das Fenster von Ihrem Thema. Sie werden mir sagen, was Sie für ein Thema haben. Wir sind ja in der anonymen Runde. Wow. Es wird Ruhe einkehren. Ich sehe das Fenster von Maria.
hohe Energien. Die weiße Spinne des Göttlichen ist da. Ich bin gespannt. Und sie wird dich verbinden mit der göttlichen Kraft. Die göttliche Kraft der Fülle, das ist schon mal dabei. Das kann ich, so weit kann ich sagen. Es wird eine unglaubliche Kraft in sie hineinfließen. Eine Kraft der Fülle. Vielleicht kommt jemand zu mir, wo sich zurzeit ein bisschen kraftlos fühlt. Eine unglaubliche Kraft der Fülle wird in sie fließen. Das ist schon mal sicher, aus der göttlichen Quelle. Ich bin gespannt. Puh, was für eine Energie. Kein Wunder. Die Kerzen brennen. Es ist eine ganz, ganz hohe Energie. Vor allen Dingen, wenn die blaue Kerze natürlich brennt, mit allen Symbolen der Isa und dann der Glücksstern. Mein Gott, was für eine Energie. Bin wirklich gespannt, wer diese Energie der Fülle erfahren darf, wer sie spüren darf, wer diese Kraft aus der göttlichen Quelle bekommt. Und vor allen Dingen, wenn ich sie mit zu mir nehme in die Grotte, und sie sagen mir, ich will an das und das Fenster, begleite ich sie dorthin. Und ich werde ihnen genau sagen, was es für eine Bedeutung hat. Ah, und sie werden schon, wenn sie reinkommen zu mir in die Grotte, die Kraft spüren. Und ich sehe rechts am Eingang, also wenn man reinkommt, natürlich links am Eingang, steht Maria mit einem weißen Gewand und unten Rosen. Und sie hält das Tor offen zur Grotte. Und auf der anderen Seite steht Moses. Er empfängt sie mit seiner Kraft. Maria und Moses öffnen dir den Eingang in die Grotte. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe die schon drin gesehen, alles. Aber dass die den Eingang öffnen, das habe ich noch nicht gesehen. Und sie sind ja beide aus der M-Energie. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass der oder diejenige, wo zu mir kommt, auch das M in seinen Händen hat. Und bitte immer wieder aufs Laufband achten. Eine ganz, ganz hohe Energie. Jemand kommt jetzt zu mir in die Grotte und erhält die Energie der Fülle. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Die weiße Spinne, die sie verbindet zur göttlichen Quelle der Kraft, die wartet schon. Und Maria und Moses stehen am Eingang. Und erwarten deine Seele. Wow. Puh, ein unglaubliches Bild sehe ich jetzt, eine unglaubliche Fülle. Ich bin echt gespannt, wer da jetzt kommt. Wer das erfährt. Eine ganz hohe Energie, liebe Zuschauer. Den Eingang, es klopft hier schon, liebe Zuschauer. Die Energie der Fülle. Wow. Bin gespannt. Energie der Fülle. Göttliche Energien. Wow, wow, wow. Es kommt jemand zu mir in die Grotte. Der erwartet wird von Maria und Moses. Was hat das für eine Bedeutung? Deine ganz hohe Energie der Fülle erfährt unter Kraft. Sie werden gereinigt. Mein Halschakra geht zu. Das bedeutet, Sie bekommen eine große spirituelle
Reinigung schon vorab. Ich habe es Ihnen gesagt, Maria wartet. Und da ist auch das Gebet von Maria. Sie wird Sie segnen, sie wird Ihnen Gnade schenken und Liebe. Und durch den Segen und der Liebe und der Gnade werden Sie verbunden werden mit ihr. Und sie wird immer an Ihrer Seite stehen als Ihre Mutter. Maria, Mutter von Jesus. Und deshalb steht sie an dieser Tür. Deshalb hat sie das weiße Gewand an mit den Rosen unten, weil sie sie empfängt als ihre Mutter, ihre göttliche Mutter. Und Mose steht da als ihren Kraft. Er überbringt die Kraft. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert, wenn sie in die Grotte reinlaufen. Das bin ich gespannt. Ja, liebe Zuschauer, und es wird noch eine Beratung geben in dieser Stunde. Und dann ist für Sie die Jessica Schwanzberger dran. Wir sind schon am Ende und es ist dann auch 23 Uhr gleich. Und wir sind definitiv die letzte Beratung des heutigen Tages von mir. Und ich bin wieder für Sie da morgen 13 Uhr. Ja, 13 Uhr morgen. Morgen bin ich auch in leichter Leben, liebe Zuschauer. Das wird interessant. Also morgen bin ich für Sie in leichter Leben. 13 Uhr. Bin ich hier? Ja, aber vorher, 13 Uhr hier. Ja, das habe ich gesagt. Ne? Morgen 13 Uhr, wieder für Sie auf Sendung, liebe Zuschauer, und 14 Uhr in leichter Leben. So, und dann noch einige Stunden hier, aber die weiß ich jetzt nicht alle auswendig. Das sage ich Ihnen dann morgen, liebe Zuschauer. So, aber jetzt kommt jemand zu mir. Es kommt jemand zu mir in die Grotte. Und er erhält die Energie der Fülle und Maria steht am Tor und Moses und erwartet dich. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt jemand zu mir kommt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Die Energie der Fülle. Wer kommt da noch rein? Wer bekommt das? Wer wird empfangen von Maria und Moses? Von der Kraft und der Liebe von Maria. Liebe Zuschauer, wir hatten heute tolle Energien, richtig hohe Energien. Und jetzt möchte ich noch einmal mich verbinden mit dem Lichtschiff von Gott Vater. Und ich sende Ihnen einfach mal den Segen vom göttlichen Geist des Schutzes nach Hause. Mögen Sie alle immer beschützt sein. Oh, das war nichts. Also, hallo, hier ist die Sonja. Hallo Sonja. Hallo Katja, ich freue mich sehr. Mensch Katja, komm zu mir in die Grotte. Als erstes geht Moses auf dich zu. Er nimmt deine beiden Hände und du sagst mir jetzt, was du in diesen Händen spürst. Ja, genau. Und jetzt kommt Maria und sie legt ihren Mantel um dich. Was spürst du jetzt? Die männliche und die weibliche Energie. Merkst du was? Du wirst jetzt verbunden mit deiner Kraft
und du wirst verbunden mit der Liebe, mit dem Mütterlichen. Und sie sagt, ich war immer die Mutter auf deiner, nur auf der anderen Seite für dich. Kannst du was mit anfangen? Gut. Ja, siehst du. Und Moses wird dir jetzt die Kraft geben für deinen weiteren Weg, die du brauchst. Genau. Spür einfach hinein. Er wird deine Hände halten, auch wenn wir beide nicht mehr sprechen, ja? Alles Liebe für dich. Sei gesegnet und schönen Abend noch. Danke, tschüss, tschüss. Ja, liebe Zuschauer. Und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis morgen 13 Uhr. Tschüss, Ihre Sonja. Schlafen Sie gut.